Das La Salle-Institut steht in der 500-jährigen Tradition des Jesuitenordens in seiner Arbeit mit Schulen und Universitäten, mit Wissenschaft und mit Verantwortungsträgern. In dieser Tradition engagiert sich das La Salle-Institut heute für Führungskräfte in der Wirtschaft. Das La Salle-Institut steht für kluges Entscheiden und mutiges Handeln. Das La Salle-Institut ist hier für Menschen in anspruchsvollen Führungspositionen in Wirtschaft und Gesellschaft. Es möchte den Raum bieten und gemeinsam mit anderen Führungspersönlichkeiten die Herausforderungen des Führungsalltags zu reflektieren, in Dialog zu treten. Und dafür möchte das La Salle-Institut Gesprächspartner sein. Eine ethische Unternehmenskultur ist für mich eine Kultur und Wert, wo man lebt in einem Unternehmen, die eigentlich tief verankert sind und auch akzeptiert sind durch die Gesellschaft, in der man tätig ist. Da könnte ich mir vorstellen, Werte wie zum Beispiel Integrität, wie ein Team miteinander zusammenzuarbeiten und Ziele erreichen, aber auch Mut, neue Sachen zu probieren, den Mitarbeitern Freiräume zu geben, auch Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen und damit auch als Persönlichkeit zu wachsen. Für mich als Familienunternehmer sind Werte wichtig. Ich will ein Vorbild sein, jederzeit, für unsere Leute und für unsere Kunden, für unsere Lieferanten. Wir sagen, was wir machen und wir machen, was wir sagen. Die Werte, die das ethische Verhalten untermauern, sind Werte wie Authentizität, Zivilcourage, Mut, Grosszügigkeit und Vertrauen. If you look at the broad range of stakeholders, the investors, the analysts, the other stakeholders, ethical behavior is simply expected. So you have to go above and beyond that in order to attain this reputational advantage. Unternehmen sind zukunftsfähig, wenn sie mit ihren Produkten und Dienstleistungen zur Steigerung der Lebensqualität von Menschen, Tieren und Pflanzen beitragen. Und dazu brauchen sie eine ethische Wertebasis, ethische Werte, die von Vorgesetzten und Mitarbeitenden vorgelebt werden. In einer Welt, die geprägt ist von Unsicherheiten, von Veränderungen und von einer wachsenden Arbeitsdichte, begleiten wir Menschen in ihrer souveränen und authentischen Führung, in einem achtsamen Dialog und in ihrer Verantwortung für ihre Institution und für das Gemeinwohl. So begleiten wir Menschen auf ihrem Weg zu guten Entscheidungen.